Damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Splatoon. Wir sind immer noch in der Schollensiedlung und der Pian Koitek unterwegs, hier im Revierkampf. Und ich habe mir offiziell das Ziel gesetzt, hier ein paar Felder zu füllen, was meine Ausrüstungen angeht. Von daher versuchen wir doch unser Bestes, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und das am besten natürlich entsprechend durch einen Sieg. Noch Volltreffer. Damn. Aber volle Kanne. Oh, ich dachte, ich hätte genug Ruhe hier, aber habe ich mich scheinbar ein bisschen getäuscht. Von daher versuchen wir es doch einfach mal mit hier. Wow, hey, hi. Stopp. Wo ist er hin? No, da ist er weggesprungen. Okay. Wow, hey, sehr schön. Das hat überraschend gut funktioniert, habe ich ehrlich gesagt, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass das so gut funktioniert, dass ich mich hier so super wehren kann momentan. Wow, es war auf jeden Fall ein guter Lauf. Doch, und da war er vorbei, da hat mich dann doch ein Sniper erwischt, allerdings konnte ich immerhin noch, immerhin mein Tinferno konnte ich tatsächlich noch abfeuern trotzdem. Das wird knapp, oder? Oh, ja, das wird knapp. Aber wir haben gewonnen. Das ist sehr schön, das sind meine ersten Punkte, meine ersten 1274 Punkte für meine neuen Felder. So, wir spielen mit Hello, einem Bob. Ja, also Bob. Keine Ahnung, ob du Minion bist oder nicht, aber gib dir trotzdem einfach mal so viel Mühe, wie dein gelbes Herz, hergibt. Nein, das hat nicht funktioniert. Doch, das hat funktioniert. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich habe mein Tinferno zwar einfach nur völlig random irgendwo hingeschickt, aber oh mein Gott, das hat tatsächlich funktioniert. Holy mother of I don't believe it. Thank you.
mein Gott. Ich glaub nicht, ich kann kaum glauben, dass ich das hier tatsächlich gerade überlebt habe. Das ist der Wahnsinn, ey. Wow. Ups. Ah, da komme ich nicht hin. Okay. Kein Problem. Das Problem ist, wir haben die Map ziemlich unter Kontrolle. Wir haben in unserer eigenen Hälfte halt recht wenig bis nichts eingetintet. Oh oh. Oh Gott. Na gut, da habe ich mich selbst ein bisschen. Angekesselt. Aber gut, während hier alle. Ich hoffe, die können das Gebiet jetzt da vorne behalten ohne mich. Dann kann ich hier hinten nämlich noch ein bisschen einklecksen. Ich finde nämlich, ich habe definitiv zu wenig Punkte. Da ist einer ausgebrochen, ihr Kinder und ihr Störche. Guckt euch das mal an. Da ist einer ausgebrochen und hat die orangene Tinte verkleckst. Ich fasse es nicht. Aber hey, das war ein gutes Match. Ah, na ja, gut. Bei denen ist natürlich wieder einer rausgeflogen oder einfach gegangen. Wie so oft. Deshalb spiele ich, glaube ich, das könnte echt ein Grund sein, lieber besser mit den Japanern zu spielen. Also besser hier in Deutschland morgens als abends. Ich bin wie ein Hase. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ach, da waren... Wie viel waren denn da? Zwei? Drei? Also zwei hier unten und dann noch ein Sniper obenrum. Das ist natürlich schon einiges. Damn! Steven! Jo, gut. Klar. Da hat einer sehr viele Supermuscheln ausgegeben, um hier was für die Stärke zu kriegen, glaube ich.
Noch, ich wollte gerade aus dem Weg. Was war denn das für ein seltsames Symbol bei dem da unten? Der hatte irgendwie ein Power-Up, das ich vorher noch nie gesehen habe. Was soll das denn hier? Oh Gott! No! Alter! Ey, ohne Witz, ne? Kaum bin ich nicht da, ist hier die komplette Map blau. Was soll der Käse denn? Guckt euch das mal an. Hier ist alles blau. Was soll der Quatsch? Wenn man nicht alles selber macht, ey. Ohne Witz, wenn man nicht alles selber macht. Guckt euch das an. Wir waren gerade noch am Dominieren und jetzt ist hier... Alter Vater, ey. Oh. Ja, klar. Und dann ist auch noch einer... Boah, ey, Amis, ihr geht mir so auf den Keks, ne? Ihr geht mir so dermaßen auf den Sack. Ich behaupte einfach mal, es sind Amis, wie gesagt, ist mir völlig egal, aus welchem Land der kommt. Die Leute, die hier ständig rausgehen, die gehen mir tierisch auf den Keks. Klar, ich meine, es kann immer mal passieren, dass man wirklich ungewollt rausfliegt. Aber es ist ja hier fast in jedem Kampf so, dass einem der beiden Teams ein Mann fehlt. Und das kann einfach nicht sein, ja. Das kann einfach nicht unbeabsichtigt sein. Das glaube ich, das... Nee. Mhm. Ach, da war ein Roller. Mist, das war ein Roller. Damn, jetzt ist die Frage, soll ich hier hinten mal ein bisschen was einklecksen? Weil ich meine, das muss ja auch irgendwann mal irgendwer machen. Das Problem ist, ich sehe es schon wieder kommen. Wenn ich hier hinten rumkleckse, passiert vorne nichts. Also es ist doch immer so. Und ja, ich sehe es schon. Hier ist schon wieder alles rosa, ne? Wenn ich nicht... Nee, boah, Kinder, ist echt, ey. Alter, wie kann ich den denn nicht getroffen haben? Wie konnte ich den denn nicht getroffen haben, bitteschön? Mist. Das ist immer, ich glaube, es gibt da am Ende tatsächlich immer so zwei, drei Sekunden, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt so einen kurzen Moment, wo die Waffen noch nachschießen. Ey, ohne Witz, da ist garantiert doch schon wieder einer raus, weil der ganze rechte grüne Haufen, das war ich jetzt. Alles andere waren die anderen drei in meinem Team, angeblich drei in meinem Team.
Ja, da ist schon wieder, siehst du, da ist schon wieder einer raus. Das ist nicht normal. Aus welchem Land auch immer die kommen, die sind scheiße. Die sind echt einfach nur scheiße. So kann doch kein Mensch spielen. Eigentlich wollte ich den Part hier ja Felderfüllen nennen, aber ich glaube, ich habe mich an dieser Stelle schon umentschieden und denke mir irgendwas aus, was darauf anspielt, dass hier ständig jeder immer nur rausspringt. Nein! Ach, da war schon wieder so ein Roller. Das ist schon wieder derselbe Roller vor allem, oder? Werden die Teams hier irgendwie nicht mal durchgemischt oder so? Ich habe das Gefühl, ich spiele immer gegen dieselben. Ach, schade. Da war schon fast wieder zu viel blaue Tinte. Aber immerhin, es hat gereicht, um mein Team, das momentan tatsächlich noch aus drei Leuten besteht, also außer mir noch drei Leuten, muss ich ja sagen, ja, es hat ihnen auf jeden Fall etwas Zeit gegeben, hier, hier einzuklecksen, und das ist natürlich nicht gut. Denn wir haben schon wieder hier, Mist, ich dachte, das wäre ich gewesen, der hier hinten rumgesprungen ist. Wir haben schon wieder Experten hier hinten, die nichts tun. Jo, fuck, da stand der genau vor mir, ey. Der ging mir vorhin schon auf den Keks. Ich glaube, das haben die schon wieder gewonnen. Ich glaube, das haben die echt schon wieder gewonnen. Aber ich wette mit dir, wir haben mindestens einen im Team, der unter 500 Punkte hat. Wir haben tatsächlich gewonnen. Das überrascht mich von vornherein. Und ja, wir haben einen mit 500 Punkten und schon wieder einen, der rausgegangen ist. Das kann doch nicht wahr sein. Entweder ist er rausgegangen oder er macht halt nichts. Gott, geht mir das auf den Sack gerade. So, mal gucken, ob wir diesmal ein Match kriegen, wo wir tatsächlich zu viert abschließen. Ich finde es übrigens ziemlich geil, dass wir das letzte Match 3 gegen 4 dann halt einfach gewonnen haben. Das ist schon... Ja, das ist schon nicht schlecht. Och, da war ich. Ich dachte, ich bin eventuell nicht drin.
Aber wie zum Geier hat er das tatsächlich gerade geschafft, so schnell sein Inferno vollzukriegen? Da muss sehr viel... Ich habe tatsächlich gerade nicht drauf geachtet, ob man es gesehen hat, aber ich denke mal, derjenige hatte sehr viel Power-Ups, die dazu führen, dass die Spezialleiste schneller gefüllt wird. Weil ansonsten ging das echt unverhältnismäßig schnell. What? Leck. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen für Chaos sorgen. Stimmt, ich habe die Mine ja auch völlig vergessen. Ich kann hier ja theoretisch auch einfach eine Mine hinlegen. Das wäre unpraktisch, wenn ich die genau vor den Gegner lege, aber zum Glück hat er mich nicht erwischt. Wow. So, Sieg. Punkt. Wahrscheinlich waren wir diesmal tatsächlich mal 4 Leute, die das Match beendet haben. Wahrscheinlich hat diesmal dem gegnerischen Team ein Mann gefehlt. Was dann einfach wieder dazu führen würde, dass es einfach 3-4 ist. Ja, es haben ihnen sogar 2 Leute gefehlt. Das ist echt traurig. Nee, so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so macht Splatoon keinen Spaß. So, geben wir dem Ganzen nochmal eine Chance. Wo ist er? Wo ist er? Ist er überhaupt noch da? Das ist die andere Frage. Er ist noch da und ich hab ihn! Verdammt, wir haben uns gegenseitig. Damn, der ist schnell. Offensichtlich. Also, rein von seinen Werten her ist er ein schneller. Ist er ein schneller Läufer. Aber. Wahrscheinlich habe ich ihn deshalb auch ständig verloren. Hat ihm in dem Fall zum Glück nichts geholfen. Beziehungsweise er hat mich ja auch erledigt, von daher. Ja, aber ich sehe die Map schon wieder sehr orange werden, was mir echt... Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich kann ja nicht der Einzige sein, der hier tatsächlich mal dafür sorgt, dass mein Team gewinnt, ne? Aber kaum bin ich mal nicht an der Front. Ich habe echt das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich von der Front verabschiede, oh, Gott sei Dank, das ist mein eigener Titel. Jedes Mal, wenn ich mich von davon verabschiede,
Jui! Nein, er hat mich erwischt. Ah. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich mich von der Front verabschiede und tatsächlich hier hinten mal ein bisschen was einklecksen möchte, habe ich das Gefühl, dass vorne alles verloren wird. Also, hui! Da kam Kraken plötzlich. Ich meine, guckt euch das mal an, in dem Fall. Also, ihr seht es gerade nicht. Das ist natürlich auch blöd, aber wir verlieren haushoch. Mist, ich stand. Da war so viel blaue Tinte und ich stand natürlich in der. Da. Hier. Spielt ihr! Ich glaube, ich muss echt. Es macht mich wahnsinnig. Ich muss, glaube ich, den Part hier an dieser Stelle vermutlich viel zu früh beenden, aber ich glaube, ich muss ihn beenden und einfach nochmal Herrschaft spielen, weil die gehen mir so dermaßen auf den Sack, diesen. Alter, guckt euch das an und vor allem waren offensichtlich ja noch irgendwelche Leute da, oder nicht? Oder was? Ja, da waren tatsächlich diesmal alle da. Die haben nur zwischendurch einfach nicht gespielt. Boah, ey, Leute. Ja komm, wenigstens die zwei Felder, die kriege ich noch voll, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse, ey. Ja, guck mal, wir sind nur drei von... Oh, ey, wir sind nur drei. Da ist einer schon... Wir sind gar nicht erst vier Leute, na super. Alter, wie scheiße ist das denn? Um die Uhrzeit, ja, hier, kurz nach 1, Splatoon zu spielen, macht echt keinen Spaß mit vermeintlich Amis. Wie gesagt, ich gehe einfach spontan davon aus, dass es sich hier um Amis handelt. Mit Amis Splatoon zu spielen, macht echt keinen Fun. Abgesehen davon, dass das hier gerade sehr dumm war. Ne, mit Amis Splatoon zu spielen, macht keinen Spaß. Punkt aus, das ist einfach so. Was? Nein! Ich hab den Stick nicht gedrückt! Verdammt, ey! Ich hab den Stick nicht gedrückt! Oh, das hat mich gerade getötet! Ey, da wäre ich vielleicht noch rausgekommen. Ich wäre da vielleicht tatsächlich noch rausgekommen, aber... Oh, verdammt! Verdammt!
Lloyd. Das war sehr knapp. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen! Wir haben ein 3-4 Match gewonnen! Wuhuhu! Oh, wie genial! Wie geil ist das denn? Wow, wo ist der vierte hier eigentlich hergekommen? Achso, nee, das waren die 300 Windpunkte. Oh mein Gott, wie genial! Damit bin ich weg. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wow!